Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Siedler 5, das Erbe der Könige. Ich habe gerade vergessen zu speichern, das muss ich jetzt nachholen. So, Spiel gespeichert. Wir sind immer noch in der letzten Mission und es geht langsam voran. Wir haben zwar kaum Bauernhofplätze, beziehungsweise kaum Wohnplätze. Und vor allem hier diese Bevölkerung, meine ich natürlich. Wir haben kein hohes Bevölkerungslimit. Wir müssen echt mit wenig Truppen auskommen. Und vor allem müssen wir mit wenig Rohstoffen auskommen. Vor allem was Schwefel angeht. Schwefel haben wir nämlich sehr, sehr wenig. Also wir haben zwar im Moment 2300, aber die sind schneller weg, als man Hallo sagen kann. Schon allein, weil wir ja dem guten Leonardo 1000 Schwefel zahlen müssen. Damit er hier so einen tollen Sprengsatz zusammenbastelt, um das hier freizulegen. Ich finde unschön, wenn er da... Das finde ich unschön. Wozu braucht er 1000 Schwefel, der Kerl? Knabe. Dafür können wir uns dann keine Truppen bauen. Ist das nicht toll? Ja. Für alle, die sich gefragt haben, was dieser Knopf bringt, ich weiß nicht, ob ich es mal erklärt habe. Du kannst man kann damit zwischen einzelnen Hauptmann und Trupp rekrutieren. So würde dann quasi nur der Hauptmann rauskommen und müsste einzeln seine Leute nachrüsten. Und so würde halt ein ganzer Trupp rauskommen. Das ist so die Mechanik von diesem Knopf. Ich versuche jetzt nochmal alles zu erzählen hier. Das hatten wir, glaube ich, auch mal Fährten lesen, ne? Erhöht die Sichtweise von Leibeigenen, die Sichtweite. Alarm hatten wir auch mal, dann gehen alle Leute in ihre Gebäude und schießen Pfeile auf die Gegner. Allerdings kann halt dann keiner arbeiten. Was hatten wir nochmal nicht erklärt? Ja, die kennen wir ja. Erhöht die Sichtweite von Gebäuden, macht die Kleidung stabiler und Leibeigenen und Arbeiter bewegen sich schneller. Das ist, glaube ich, noch eine ganz tolle Sache. Das kennen wir auch. Ja, Mensch, ich muss ja versuchen, ein paar Sachen zu schaffen, die wir noch nicht gemacht haben. Ah, da muss ich ja eigentlich eine Taverne bauen, ne? Ich muss ja eine bauen dann schon. Ja, komm, hier, ich schnapp mir einen und dann baue ich eine Taverne. Auch wenn sie noch so... Ach, die kostet ja, ist ja gar nicht so teuer. Kostet nur ein paar Taler und ein bisschen Holz. Ja, dann bauen wir eine Taverne. Dann bauen wir natürlich eine Taverne. Das ist natürlich einfach. Hochwertige Schuhe wurden erforscht. Yay! Banken hatten wir, glaube ich, auch mal, ne? Bin mir recht sicher, dass wir mal Banken hatten. Ja, diese Verschönerungsgebäude hatten wir ja auch zuhauf. Da haben wir ja schon viele von abgerissen. Und ich glaube, wir haben jetzt die 1000 Schwefel drin. Yes, wir haben die 1000 Schwefel drin. Dario, es ist soweit. Ja, mein Lord. Habt ihr die notwendigen Rohstoffe? Ja, du nicht richtiger Leonardo, weil du andere Stimme hast. Ich muss noch etwas länger sammeln. Sammelfertigkeit ist noch nicht erhöht. Doch, vielen Dank. Ich brauche nicht lange, um die Mixtur fertigzustellen. Gut, das ist schön, das freut mich. Leonardo. Das Problem wird gleich beseitigt sein. Ihr könnt euch auf den alten Leonardo verlassen. Spreng bloß nicht unseren Milizen in die Luft, dann hagelt's aber, Freundchen. So, noch etwas mehr Schwarzpulver. Fertig. Fertig. Ja, die Sprengladung ist angebracht. Schnell weg von hier. Mein Miliz steht hier doch noch rum. Oh, toll. Und tatsächlich, die Explosion zerriss den Geröllhaufen und das aufgestaute Wasser konnte ablaufen. Ah, und jetzt können alle Leute zu uns rüberlaufen. Seht, wie schön. Ja, hier ist ein Weg. Das Wasser ist abgeflossen und hat den Sumpf trockengelegt. Leonardo ist ein Genie. Ja, das siehst du jetzt so. Lasst uns Carla und ihre Brut ausräuchern. Mir geht diese öde Gegend auf die Nerven. Mir auch. Wir sollten unsere Truppen aufstocken. Carla wird uns bestimmt nicht auf dem Silbertablett serviert. Ja, aufstocken wir, denn wir haben noch keinen Platz für Truppen. Findet Carla und vernichtet alle, die sie verteidigen. Oh, jetzt kommt unser Angriff. Oh, unser Angriff vor allem. Ich sehe hier, unsere Miliz macht sich schon Freunde. Die freundet sich schon an. Ich würde gerne Stellung halten, aber wir können Taktiken noch nicht aktivieren. Weil wir Taktiken noch nicht erforscht haben. So, was jetzt aber erstmal losgeht. Ihr werdet jetzt hier unten Steine hacken. Ihr beiden. Moment, wieso? Du bist alleine? Wo ist der andere? Da ist der andere. Ihr werdet jetzt hier eine Eisenmine bauen. Du hast eine Taverne gebaut. So, was war es hier mit Fackeln? Rohstoffe finden und Wirtshaus brauchen wir. Gut, dann werden wir erstmal Rohstoffe finden, erforschen. Oh, 10 Schwefel. Das kostet so viel. So, wir können hier unsere Türme ausbauen. 1500, Moment, doch passt. Gut,
Haben wir das auch schon mal geschafft. Oh, hier ist ja echt einiges jetzt freigelegt worden. Das ist gut, das ist ja sehr schön. Kann man hier langlaufen? Jetzt gibt es, gibt so viele neue Wege jetzt, die uns freigelegt worden sind. Dario, komm mal hier hin. Ich würde hier mal forschen. Pilgrim legt hier eine Kanone hin. Und dann werden greifen die uns einfach nicht an. Das wäre ja ein Unding, wenn die uns nicht angreifen würden. Wir müssen erstmal ein Dorfzentrum finden. Dazu sollten wir jetzt erstmal die Gegend erforschen. So, du hast ja nichts zu tun. Bitte. Da brauchen wir ein Wirtshaus. 500 Taler, 300 Steine. Na, wenn es sein muss. Wenn es denn sein muss. Wenn es denn sein muss. So, was wir auch machen können. Dazu werde ich erstmal dich holen. Wir haben hier ja noch Schwefel. Haha, den können wir ja jetzt abhacken. Den können wir uns jetzt holen. So, und was ist hier los? Ah, der Bergmann. Mit dem Bergmann kann man quatschen. Oh ja, da kommen sie. Na gut. Ist machbar. Also, euch ziehe ich jetzt zurück, weil euch brauche ich jetzt hier. Ich will nicht, dass ihr plötzlich hier in die Todesfallen von den Typen lauft. Gut, wir sollten also auf jeden Fall unten im Süden uns erkunden. Nicht uns erkunden, sondern das Gebiet erkunden. Es gibt bestimmt hier drüben ein Dorfzentrum oder so. Hier ist so ein Weg, der ist ziemlich weit. Aber hier könnte sich... Ich glaube, das ist so eine kleine abgetrennte Insel. Ich glaube, das wäre ganz gut, wenn wir da mal einfallen. Ich werde also die Truppen hier... Oh, allerdings, wenn jetzt irgendwie Feinde hier kommen, dann sind wir ziemlich im Arsch. Also... In Ordnung. Wie ihr wollt. Also, ne? Flieg! Wenn jetzt so viel... Ach, hier kann man auch rübergehen. Oh, eine Schatzkiste. Pilgrim? Ne, Dario muss das machen. Aber Dario erkundet hier gerade so schön. Das heißt, Pilgrim muss die Schatzkiste aufmachen. Wo war die denn? Die war hier irgendwo, ne? Ne, hier war sie. Hier ist er. Noch eine. Ach, und da kommt... Was? Wie viele sind das denn hier? So viele Schatzkisten? Ich krieg die Krise. Geht's ja richtig ab. Okay. Es gibt sehr viele Verbindungen zu uns rüber. Unschön. Sehr unschön. Das heißt, du stehst am besten hier unten und passt auf. Gut. Hier haben wir euch. Ah, das ist echt kacke. Ich weiß nicht, was passiert, wenn uns hier plötzlich Truppen angreifen. Wir sollten nicht mit allen Truppen runterlaufen. Ich werde die Scharfschützen und Drake holen. Und Tidias lasse ich auf jeden Fall hier. Und Ari lasse ich auch. Euer Wunsch ist mir Befehl. Ihr lauft jetzt erstmal hier runter. So, Pilgrim hat ein paar Taler gefunden. Dario nehme ich auf jeden Fall auch mit. Ja, das ist, glaube ich, ganz gut. Gut. Gut, ja, das ist gut. So, Dario, du wirst jetzt die... Dario, du bist ja Käfigknacker, dann knack die Schatztruhen. Pilgrim ziehen wir hierhin zurück. Der baut hier oben noch eine Kanone hin. Vorsicht jetzt! Und ihr euch, ihr werdet zusammen mit Drake und den anderen runterlaufen. Feinde greifen eure Häuser an. Natürlich. Sie sind schon an der Eisengrube angekommen. Ist ja klar. Ist ja klar. Hätte ich ja mit rechnen können eigentlich. So, ich weiß nicht, wo die anderen rumlaufen, warum die hier so weit weg sind. Wieso könnt ihr euch nicht bewegen? Hallo? Ja. Steht der Turm im Weg oder was? Och, nicht ernsthaft, ne? Wir kümmern uns gut. Du kannst dich auch nicht bewegen. Alter, ich krieg die Krise. Wieso könnt ihr euch nicht bewegen? Was ist denn das für eine Scheiße? Ich krieg die Krise. Ich krieg die Motten. Das liegt dann wohl nicht an dem Ballisterturm hier. Was ist das? Wird gemacht. Wie soll ich mich konzentrieren, wenn ihr mich kitzelt? Das gibt's doch nicht. Wir kümmern uns so. Wird gemacht. Das ist doch nicht wahr. Also das ist ja ein Unding jetzt. Nee, also das gefällt mir jetzt überhaupt nicht. Unschön, sehr unschön. Dann baust du jetzt hier einen neuen Turm hin. Jawohl. Also das war ja gerade ein richtig fieser Bug. Das war ja gerade ein richtig, richtig fieser Bug. So, ihr sammelt euch hier.
Scheiß Nebelkrieger, so ich krieg die Motten an. So Arschgeigen. Okay, hier sind zwei, dann kann ich euch zurückziehen. Hier werde ich jetzt zwei Trupps bauen. Und wenn es noch so viel Schwefel kostet, ist mir egal. Ich glaube, es reicht aber, was den Schwefel angeht. Oh, ich krieg die Motten, ey, das gibt's doch nicht. Und die Eisenminen haben sie natürlich prompt eingerissen. Die sind so fies, die Kerle. Man hat überhaupt keine Zeit, irgendwas zu tun, weil die gleich alles kaputt machen. So, seid ihr jetzt gleich fertig? Ich brauche euch, Jungs, ich brauche euch. Aber immerhin kann unsere Schmiede wieder ein bisschen arbeiten. Haha. Hier, kommt, ich baue euch noch schnell zur Feindschmiede. Natürlich, jetzt kommen sie hier. Wird gemacht. Boah, ja, sind überhaupt nicht viele Leute oder so. Sind überhaupt nicht viele Leute. Alter. Alter. Ich krieg die Motten. Was ist das denn? Sind ja überhaupt nicht viele Leute oder so. Das ist ja fein. Gut, dass das so wenig Gegner sind. So, ihr seid doch noch hier in der Nähe. Nein, ihr seid natürlich nicht mehr in der Nähe. Dann beeil dich. Na gut, du kannst immerhin auf die drauf schießen, das ist gut. Gut. Ja. Sind sie alle kaputt? Ja, einer lebt noch. Du kannst nicht auf. Du kannst sie nicht angreifen. Ich krieg die. Leibeigener, du musst die raus. Du musst den rauslocken hier. Lock ihn raus. Lock ihn raus. Lock ihn raus! Ja. Jetzt kommt er, jetzt kommt er. Ja, er kommt. Ja, ja. Gut. Ja. Er hat ihn rausgelockt. So musste das sein. Gut, Pilgrim ist leider gestorben. Wir müssen uns jetzt beeilen. Jetzt müssen wir uns beeilen. Dich schicke ich... Nee, warte, ich habe hier doch einen. Dich schicke ich hier hoch. So, unsere beiden Trupps sind fertig. Jawohl. Ihr lauft hier hin. Milizia hat noch keine Feinde entdeckt. Unser Verbündeter wurde auch noch nicht angegriffen, wurde zumindest nichts von gesagt. Das ist gut. Okay, wir können noch ein paar weitere Trupps bauen demnächst. Ich werde aber jetzt erstmal noch einen neuen Kanonenturm bauen. Hier, halt, ne? Da haben wir auf jeden Fall schon mal schön Leute vernichtet. Das ist schon mal gut. Die wollten wohl irgendwen unterstützen oder so. Ich bin fertig hier. Fand ich nicht so gut. So. Ihr seid da, dann macht euch auf den Weg. Sind leider nur vier Trupps, die ich hier habe. Jetzt müssen wir hier gucken, ob die hier noch bei der Eisenmine rumstehen oder nicht. Wenn ja, müssen wir sie vernichten. Siedlung wird angegriffen. Na gut, das ist ja schon ein Weilchen her. Was sind unsere Aufträge? Nur noch findet Carla. Den Rest haben wir geschafft. Holt Leonardo aus seinem Gefängnis. Ha. Ha. Hä? Was bist denn du für ein Knabe? Wo kommst du denn her? Na gut. Ich quatsch einfach mal mit dir. Eure Arbeiter bezahlen ihre. Und hier unten wollte ich auch noch mit irgendwem quatschen, ne? War es nicht so? War es nicht so? Aber Pilgrim ist wieder da. Gut. Gut, 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 gut. 200 Schwefel haben wir drin, nicht? Haben wir drin. Haben wir locker drin. Gut, das ist schön. Dann können wir hier bauen. Ihr seid der König des Alten Reiches, stimmt's? Ich wusste, dass ich euch eines Tages treffen würde. Ich komme aus einer Siedlung, nicht weit von hier. Aha. Außer mir wohnt da nur noch mein Großvater. Ich wäre auch schon längst weg, aber ich könnte ihn da nicht alleine zurücklassen. Das hört sich gut an. Vielleicht könnt ihr ihn dazu überreden, diesen verdammten Ort aufzugeben. Ari? Natürlich. Du wirst da mal gleich hinlaufen. Nicht? Du übernimmst das. So, sie sind nicht mehr am Eisenschacht. Wird gemacht. Okay. Dann können wir einen neuen Leibeigenen hinschicken, den Eisenschacht einzunehmen. Nichts lieber. Und ihr zieht weiter. Wir ziehen weiter. So soll es sein. Wird gemacht. Wir werden hier sie vernichten. Wird gemacht. Gut, hier oben kriegen wir mit etwas Glück ein Dorfzentrum, ein neues. Das fände ich ganz schön. Ari ist jetzt da. Versteck dich und lauf hier hoch. Ah. Ich bin fertig hier. Halt, zieht euch zurück. Ihr müsst das machen. Jawohl, wir kümmern uns. Oh, verdammt, ich sehe sie. So, jetzt sehe ich sie. Ah, da kommen aber auch die Ordensritter und helfen mit. Das ist schön. Das ist gut.
haben die Ordensritter mitgemacht. Ja, so muss das sein. Das kann ich. So, und dann können wir hier weiterlaufen. Ich glaube, die hier sind soweit vernichtet. Die Ordensritter passen ja auch auf. Das ist schön. Wie ihr wünscht. Sofort. Wie ihr befehlt. Wo kommt ihr denn her? Der Tag der Abrechnung. Wo seid ihr denn lang gelaufen? Ein Unding. So, kannst hier mal. Halt, bleib einfach hier stehen. Das ist schon okay. Wird gemacht. So, und wir ziehen jetzt hier rüber. Ja, mein Herr. Stellen uns erstmal hier hin. Und Dario lässt er mal den Falken fliegen. Hier hoch. Zeig uns den Weg. Dann sehen wir, wer hier so steht. Und ob es hier viele von diesen komischen Häusern gibt. Eine Mauer. Ah, eine Mauer mit einem geschlossenen Tor. Ich verstehe. Ja! Das ist gut. Das kann ich. Da können wir unseren Torschlüssel nämlich... Oh, ein Siedlungsplatz. Da können wir unseren Torschlüssel nämlich bauen. Dario blinkt natürlich wieder. Oh. Jetzt könnt ihr zeigen, was ihr gelernt habt. Ihr werdet angegriffen. Ja, wir erledigen das. Ergreift sie. Los, Dario, schlag sie in die Flucht. Falls das irgendwie möglich ist. Auf in den Kampf. Los, vernichtet sie. Vernichtet sie. Entschuldigt, Dario, flüchte. Oh, verdammt. Sie haben Dario getötet. Aber sie werden nicht auch noch Drake töten können. Bam. So. Dafür sind wir genau die Richtigen. Wir müssen weiterziehen. Sie kamen von hier unten. Hier gibt es einen Schacht. Aha. Was? Wieso hat der eine Trupp schon drei Leute verloren? Was ist denn da passiert? Jawohl. Ein Lehmschacht. Sofort. Gern. In Ordnung. Dafür sind wir genau. Ist jetzt nicht so der Wahnsinn, ne? Sofort. Ein Lehmschacht. Oh nee, ey. Was soll ich denn damit? So, Ari, du hast mit dem Typen gequatscht. Von wo bist du lang gekommen? Oh, hier lang. Okay. Okay. Es geht wohl. Ja, hier kommen aber bestimmt bald Truppen. Ja. Hallo, Fremder. Ich weiß, was ihr sagen wollt. Was macht ein so alter Mann wie ich an einem so gottverlassenen Ort wie diesem? Seht ihr die Gräber dort drüben? Da liegen meine Liebsten. Oh. Aber meine Axt ist zerbrochen und ich kann die Birken nicht fällen, die auf ihren Gräbern wachsen. Könnt ihr sie nicht für mich schlagen? Es sieht so unwürdig aus. Oder wie würde es euch gefallen, wenn euch eine Birke aus dem Kopf wächst? Ja, das verstehe ich durchaus. Das sieht nicht schön aus. Ja. So, Ari kann mal noch ein bisschen hier forschen. Alles weg. Vielleicht sind hier ja nicht unbedingt wirklich viele Nebelkrieger. Das wäre ganz schön. Alles weg, das ist gut. Dann, wenn ihr zu tun habt, dann könnt ihr hier ein paar Birken kloppen. Ich habe da gerade was Rotes gesehen. Aufblitzen sehen. Oh, hier gibt's Eisen. Wo bin ich denn gerade hier? Wo sind die Birken? Ah, hier sind die Birken. Alles weg. So. Du. Was mache ich mit dir? Ich weiß es nicht. Was soll ich mit dir machen? Du läufst hier rüber, weil wir brauchen hier gleich jemanden, der das neue Dorfzentrum in Angriff nimmt. So, ihr. Was mache ich mit euch? Eisen. Hier gibt's Eisen. Ja! Sicher das. Und ein Schwefelschacht auch noch. Oh. Wenn ihr es und einen Weg in die, haltet, ins Gebirge. Oh oh. Na gut. Oh oh. Sieht gefährlich aus. Wie ihr wollt. Wenn ihr es für richtig haltet. Gut, da geht's nicht runter. Wie ihr wollt. Ah, hier geht's lang. Scheiße. Wie Scheiße. Ihr wollt. Hier geht's bestimmt mitten in das Nest von den Viechern. Oh. Backe. Jetzt kann ich im Verborgenen wandeln. Natürlich. Ich ahne es schon. Hier kommen gleich die Nebel. Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern. Ja. Sehr schön. Wenn ihr wollt. Na gut. Gut. Da gibt es also einen Weg zu den Nebelkriegern. Das ist ja fein. Dann werde ich jetzt hier unten, wo unsere Schießanlage ist. Wir haben 2500 Schwefel. Könnt ihr mal mehr veredeln vielleicht? Baut zwei Trupps. Ich glaube, einer wird davon nur fertig. Schade. Puh, und die Zeit ist rum, Leute. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut.